Wichtige Zahlenformate können Sie in Excel besonders schnell über das Register Start in der Befehlsgruppe Zahl zuweisen. Sie finden dieser Befehlsgruppe einen Block von Schaltflächen bzw. Listenfeldern, über denen Sie die Währungsformate für Euro, den Dollar und das Prozentformat zuweisen, sowie die Anzahl der Dezimalstellen steuern können, mit denen Werte angezeigt werden. Über das Listenfeld oben können Sie beispielsweise auch Datums- und Zeitformate einstellen. Zudem ist es hier auch möglich, das Standardzellenformat einzustellen. Aktivieren Sie die Befehlsschaltfläche Buchhaltungszahlenformat, um markierte Werte mit tausender Trennzeichen und zwei Dezimalstellen in der Währung Euro darzustellen. Über das Listenfeld rechts der Schaltfläche weisen Sie markierten Werten das Dollarformat zu. Die Zahlen werden ebenfalls mit tausender Punkten zwei Dezimalstellen angezeigt. Das Dollar-Symbol wird vor der Zahl eingefügt. Excel zeigt Dezimalstellen nicht an, wenn diese den Wert der Zahl nicht beeinflussen. Aktivieren Sie die Schaltflächen Dezimalstelle hinzufügen und Dezimalstelle löschen, um die Anzahl der Dezimalstellen anzupassen. Die Schaltfläche Tausender-Trennzeichen formatiert Werte mit Tausender-Trennzeichen und zwei Dezimalstellen.